Willkommen zurück, Leute, zu Pikmin 2, hier aus Tag 19. Und wir gehen wieder in die mythische Quelle. Ja, wieder in die mythische Quelle. Denn da können wir noch das ein oder andere freilegen. Zum einen mit dem blauen, zum anderen mit gelben Pikmin. Ja, mit dem blauen müssen wir noch ein ganz kleines bisschen freilegen. Und mit den gelben ist noch ein bisschen mehr. Wobei es gibt für die blauen so viele Möglichkeiten hier in diesem Level. Das ist der Wahnsinn. Ich würde jetzt einfach... Wobei, lass das. Nee, lass das nicht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich will ja auch einige gelbe mitnehmen. Die brauchen nämlich auch ziemlich lange, um da irgendwas einzureißen. Von daher, ja, da kannst du schon den ein oder anderen gelben mitnehmen. Wir machen mal eine 50er-50er Aufteilung. Das passt schon, auch wenn wir jetzt hier 51 stehen haben. Keine Ahnung warum. Gibt's halt 49. Okay, wir gehen erst auf jeden Fall mal mit dem blauen los. Und ich hoffe einfach mal, dass es gleich auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wow. Was sehe ich denn da? Hallo? Ja. Ja, okay, das ist schon gut. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass wir was so für den Eigenbedarf kriegen. Also so für unsere Sprays. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Hätte ich ein bisschen gefeiert, aber gut. Man kann nicht alles haben. So, das mussten wir noch zu Ende aufreißen. Und das da würde ich halt heute auch noch sehr gerne aufreißen. Ich weiß halt noch nicht, was hier sich großartig hinter verbirgt. Es sieht mir ein bisschen nach Boss aus, muss ich sagen. Weiß ich auch nicht. Na komm, macht mal hier weiter. Ihr könnt ruhig mitmachen. Helft doch mal euren Kollegen, Mensch. Okay, die machen das schon. Jetzt kann auch mal der Chef losgehen. Der läuft ja cool. Ah, der läuft ja voll cool. Der erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Ja, komplett. Okay, nehmen wir die mal hier. Mal voll. Zack. Okay, da müsste es hier eigentlich... Ne, also die Brücke da, die sieht mir schon auffällig aus. Mit der müsste es eigentlich gehen, ne? Voll die Autohupe. Da hat Olimar, glaube ich, was anderes, ne? Okay, hier... Ja, was war denn? Da war auch irgendwie ein Teil, ne? Genau, da brauchte man blaue... Ach du Scheiße. Oh. Ja, super. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Könnte mal eben wegbringen. Und generell würde ich fast behaupten, wir müssen erstmal ein bisschen mit roten Pikmin da aufräumen. Ja. Ich möchte meine Pikmin hier nicht sterben lassen, tatsächlich. Das wäre uncool. So, und Olimar hat da hinten das Ding offen. Gucken wir uns das mal an. Fangen wir einfach mal ein bisschen an. Ja, wir müssen das jetzt so ein bisschen... Okay, das ist definitiv irgendwie eine Art Bossgegner. Oder... Ja, nee. Wie besiegt man denn den? Was mache ich denn mit dir? Ach so. Ach, genau, das war das. Ja, nee. Nee, der muss da rauskommen. Komm her. Richtig. Und jetzt. Alle Mann drauf. Los. Macht schon. Ja, wunderbar. Top. Nein, den lasst ihr erstmal liegen. Wir können hier gleich beide platt machen. Na komm. Komm schon. Du willst doch. Genau. Und alle drauf. Und bam. In your face, Mann. Okay, das war jetzt nicht das große Problem. Ah, aber wir haben hier noch mehr. So, die Dinger sind ja auch nicht das Thema. Die bringen es aber voll. Ja gut, wir haben jetzt hier auch ein paar Pikmin verloren. Ist ganz klar, aber... Oh, was bleibt ja nicht aus. Nee. Der pustet nur. Der macht nichts. Der ist nicht so wild. So, bam. Ich glaube, der bringt nicht mal irgendwas, ne? Nö. Der bringt gar nichts. Und hier... Oh doch, der bringt sogar richtig was. Und hier dürfte es dann wahrscheinlich ein Sublevel geben, wo nur blaue Pikmin rein können, oder? Alles andere würde mich wundern. Interessant. Die tiefen Bereiche dieses Lochs scheinen unter einer Flüssigkeit zu liegen. Leider bin ich eine sehr empfindliche Maschine, die auf Wasser sehr sensibel reagiert. Sie beide müssten allein gehen. Warum dieser verächtliche Ausdruck? Ich bin eine sehr teure Maschine. Na gut, dann komme ich halt mit.
Aber diese mutwillige, rücksichtslose Behandlung von Firmeneigentum steht in meinem Bericht. Ja, okay. Mein Segen hast du. Da brauche ich alles? Ach so, kann ich das hier vielleicht? Hier kann man auf jeden Fall was machen. Nicht hier das Wasser absaugen lassen. Sieht nicht so aus. Sind die vergiftet? Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, das Wasser abzulassen? Also, wäre irgendwie denkbar, oder? Ah, hier ist auf jeden Fall der Bereich, wo wir mit den Gelben eigentlich hinwollen. Puh, ja, jetzt ist die Frage, was machen wir denn zuerst? Nehmen wir das da jetzt erstmal... Ach komm, wir räumen hier erstmal auf. Ganz einfach. Nehmt mal so das Maximum mit, was ihr mitnehmen könnt. 1, 2, 3, 4, 5. Einen. Ja, wir fahren jetzt hier mal richtig ordentlich blau. 1, 1, 1, 1. Das wird wahrscheinlich nicht so aufgehen, wie ich mir das vorgestellt habe. 5. Da kommt hier noch einer. Da, einer dran. Und dann da. So, das dürfte klappen. Oh nein, wo wollen die denn lang? Nein, 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 nein. Das ist scheiße. Das ist Kacka. Das ist richtig Kacka. Das ist doch Mist. Das ist Mist. Das könnt ihr so nicht machen. Das könnt ihr so nicht machen. Nein. Ah, jetzt haben wir den Salat. Jetzt die Frage, kann ich hier wohl beruhigt stehen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal. Und holen uns einen ganzen Haufen roter Pigment. Dann können wir nämlich in... Oh, ja, komm. Warum ich diesen einen gelben hier jetzt noch dabei habe, weiß ich auch nicht. Das weiß nur der liebe Gott. Ist mir auch egal. So. Damit sollte es zumindest klappen. Wieso die da wieder hinten stehen bleiben, ist mir... Das ist mir auch so ein Rätsel. Kann mir das mal jemand sagen? Warum ständig irgendwelche Pikmin dann doch liegen, stehen bleiben? Okay, die gehen vernünftig. Toll. Wenigstens eine Gruppe, die es vernünftig macht. Kommt ihr da hinten? Alle mit dem grünen Ding. So, aber ich kann halt unmöglich hier mit dem blauen auf den. Können wir nicht bringen. Das können wir nicht bringen. So, das ist jetzt hier natürlich wieder. Das ist hier super doof. Habt ihr den? Komm schon, greif ihn dir. Und drauf da. Komm, mach ihn tot, mach ihn doch tot. Natürlich machen sie es nicht. Ja, ist mir egal, wenn der was mit denen jetzt macht. Ich will einfach nur zusehen, dass der erledigt ist. Ich hab so ein nerviger Gegner, ne? Aber ihr wisst es ja, dass ich diese Gegner wirklich abgrundtief hasse. So, die bringen rote, das können wir dann auch so ruhig mitnehmen. Das kann meinetwegen alles so bleiben, da brauchen wir uns gar nicht groß drum kümmern. Und das hier können wir einmal öffnen. Ja, das macht auch auf jeden Fall für rote Pigmen Sinn. Keine Frage. Ja, dafür, dass da so viel rausgefallen ist, ist die Ausbeute mager, würde ich jetzt mal behaupten. Sind das alle? Ja, das ist jetzt insgesamt irgendwie... Irgendwie ist das insgesamt nicht so geil gelaufen. Möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Aber was soll's. Ja, komm. Ja. Muss man mitleben. Muss man auf jeden Fall mitleben. Aber dass es hier auch so gar keine Narben gibt. Also Blütennarben, wo ich hier Pigment farmen könnte. Gibt's in diesem Level ja gar nicht. Null. Ich würde sagen, dann haben wir diese blaue, das da hinten ein bisschen verkackt. Und ich würde mal behaupten, wir machen gleich nochmal mit den gelben Pigmen weiter. In der Hoffnung, dass uns das irgendwas bringt. Ja, das kann ich mir eigentlich auch schenken. Warum kümmere ich mich doch gleich sowieso nicht? Ist das denn morgen immer noch da? Man weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es morgen auch noch da ist, dann passt das schon. So, ansonsten müssen wir jetzt einfach mal zusehen, dass wir die ganzen Pigmen wieder loswerden, die wir hier haben. Weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt gelbe.
Dringend. Das wird sonst wieder verflucht eng. Ich würde sogar behaupten, es wird jetzt schon verflucht eng. Oh, meine Güte, diese Wiimote. Die ist heute nicht in der Stimmung, mir zu helfen. Irgendwie nicht. So, 42, weg. Ja, komm, bevor da wieder neue rauskommen, schnappen wir uns mal alles, was wir an gelben mitnehmen können. Top. Und bring noch die roten hier weg, weil die stören dann auch wieder ganz gewaltig. So, da sind blaue zwischen. Ast rein. Lass mich in Ruhe hier mit den blauen. Hallo, Wiimote, bitte. Ja, ich hätte die Sensorbar noch umstellen. Ach komm, das ist doch witzlos. Ich hätte die Sensorbar halt noch umstellen sollen. Habe ich vergessen, es tut mir leid. Jetzt muss ich die ganze Zeit meine Hand so ein bisschen fast schon nach vorne strecken, so wie man es immer in den Werbungen für die Wii sieht. Das will doch auch kein Mensch, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Okay, hier muss doch jetzt irgendwo diese Stelle... Wo war die denn? Ah, da hinten. Oh, und er ist noch im Weg, er ist noch im Weg, er ist vorher noch im Weg, ja. Wunderbar. Komm schon. Du musst ihn doch endlich sofort... Da muss doch irgendeiner von dran hängen geblieben sein. Das gibt es doch gar nicht. So, jetzt haben sie ihn wieder. Problem ist nur, die brauchen einfach viel zu lange, um den... Dass man ihn danach nicht trifft. Man trifft ihn danach einfach nicht. Sobald er wieder oben ist, triffst du ihn nicht. Hallo. So, bam, endlich vorbei. Oh, wie ich den hasse. Wieso habe ich jetzt 38 von 96? Wo sind die alle? Wo sind die alle? Wo sind... Nein, nicht Olimar. Ich will die Karte sehen. Oh, die sind alle noch da hinten. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Nein. Ja gut, dann macht ihr jetzt halt das Beste daraus. Und danach machen wir das im nächsten Part halt weiter. Ist egal. Dup, 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 dup. Komm, macht auf. Macht auf. Alle daran. Alle daran. Gut. Olimar kann da hinten halt jetzt ein bisschen aufräumen. Viel mehr kannst du jetzt... Das ist jetzt wirklich... Das ist doof. Das ist unglaublich doof, was ich hier gemacht habe, ne? Das ist kaum zu fassen. So, 63 da rein. Ihr könnt auch noch weg. Wunderbar. Ja. Es ist leider eine Tatsache, dass wir hier ansonsten jetzt auch echt nicht mehr viel machen können. Wir können auch hoffen, dass das Ding hier aufgeht. Dass wir einmal kurz gucken können, was wir hier an der Stelle brauchen. Weil alle Sorten finde ich nicht so cool. Ich würde lieber in irgendwas reingehen, wo ich nicht alle Sorten brauche. Und vor allen Dingen, wie zur Hölle, kriege ich da hinten das Wasser weg. Also es muss hier irgendwo eine Stelle geben, wo ich das Wasser komplett ablassen kann. Müssen wir uns mal anschauen. Und da hinten gab es ja auch noch einen Schatz. Ja stimmt, den gab es ja auch noch. Oh mein Gott. Die kriegen es sogar noch auf. Ist ja der Wahnsinn. Ja, aber das mit dem Schatz. Tja. Hole ich den überhaupt noch? Müssen wir mal gucken. Kommt drauf an, wie ich Bock habe. Ich meine, die meisten Schätze kriegen wir ja sowieso alle in einem Sublevel. Und von daher ist es relativ irrelevant, ob wir das machen oder nicht. Naja. Ich hoffe auch nicht, dass ich jetzt zufälligerweise in irgendwie noch schwierigeres Level reinrassle. Was ich auch nicht so cool finde. Was ist das denn? Ach so. Da ist wieder so ein Ding, das Nektar gibt. Interessant, meine Aromatendetektoren zeigen eine Reaktion. Ein starker Duft dringt aus diesem Loch hervor. Ich bin eine Maschine, daher kann ich die Qualität des Duftes nicht beurteilen. Aber ihre Gesichter sagen mir alles, was ich wissen muss. Sie beide sabbern ja. Ich wünschte auch, ich könnte dieses Gefühl einmal erleben. Ah ja. Was haben wir denn hier? Nur gelbe. Cool. Ja, das machen wir definitiv. Ich würde sagen, das machen wir dann auch im nächsten Part. Ja, und so an sich... Ach, schade, jetzt ist er weg. Egal, dann können wir... An sich können wir das Ganze jetzt auch hier abbrechen. Und direkt zum Sonnenuntergang gehen. Das spricht nicht viel gegen. Wunderbar, weil dann können wir im nächsten Part das Sublevel erstmal... Was macht er denn da? Ich habe hier aber keine Pigmen gelassen, oder? Nö. Nicht, dass es hier heißt, ich habe gleich welche zurückgelassen, aber das glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gar nichts an Schätze gefunden. Super, das macht Spaß.
So, das sind ein bisschen mehr geworden, das sind ein bisschen mehr geworden. Insgesamt blau auch. Dufte, was willst du mehr? Brauche ich gar nicht nachgucken. Aber wenn ich vergessen habe, dann ist es halt so. Louis, wir hören ja gar nichts mehr von dir. Alles in Ordnung. Du bist uns jederzeit willkommen. Ich kaufe auch ein paar Pick-Pick-Karotten, die du so gerne magst. Ja, zu Hause macht man sich scheinbar auch schon Sorgen um den armen Louis. Wir müssen jetzt mal langsam zusehen, dass wir an den Jungen rankommen. Habe ich so das Gefühl. Aber, wie gesagt, wir werden erstmal hier in Schlemmers Küche gehen. Im nächsten Part. Bis dann und ciao.